Bei der 59. Sportlerehrung der Stadt Landshut wurden insgesamt 363 sportbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene für ihre Leistungen gewürdigt. Für die Abendveranstaltung im Rathaus Prunksaal konnte als Ehrengast der Stabhochspringer Tim Lobinger gewonnen werden. Sie sind sportlich in Vorbereitung auf die Qualifikation Olympia 2012. Zwei Fragen dazu: Wie sieht es A mit Ihrer sportlichen Leistung aus? Sind Sie fit genug? Und B, wie stufen Sie die Konkurrenz denn ein im eigenen Lande für die Qualifikation dann? Also ich bin schon immer sehr ehrlich zu mir. Und nochmal, zum fünften Mal Olympische Spiele zu erleben, wäre ein Traum. Und ich habe immer gesagt, wenn ich eine 50-50 Chance habe, dann stelle ich mich dieser Aufgabe. Und momentan, glaube ich, ist die Chance sogar höher. Ich bin sehr, sehr fit, gut durchs Wintertraining bis jetzt gekommen. Und ich denke, die Chance ist schon eher 80-20 mittlerweile, dass ich in London dabei bin. Also die ist zwar sehr groß, aber die Konkurrenz im eigenen Land hat mir den Gefallen getan, dass sie ständig verletzt sind oder auch falsch und sinnlos trainieren. Und das macht unsere Gruppe in München nur stärker. Und das würde mich natürlich freuen, wenn am Ende mindestens zwei Bayern in London mit dabei sind. Tim Lobinger hat ja vielleicht auch schon Pläne, wie es ausschaut nach Olympia. Ich habe was gelesen von Trainerlizenz und so. Ist das für Sie dann ein Thema, das Sie aufgreifen werden oder vielleicht dann doch eine Karriere im Fernsehen, jetzt nicht nur beim Tanzen, sondern vielleicht auch als Sportmoderator oder so? Ja, Tanzen, also da spreche ich eigentlich nicht mehr so gerne drüber. Es gibt halt Dinge, die macht man und die vergisst man auch wieder. Aber es gibt schon Pläne und die haben mit Sicherheit nichts mit dem Tanzen zu tun, obwohl ich gerade viel ausprobiere. Trainerlizenz ist ein Thema. Aber was es mir halt schon seit langem angetan hat, ist der Fußballbereich. Ich liebe Fußball wie keine andere Sportart. Vielleicht auch mehr als die Leichtathletik mittlerweile. Und ich möchte halt in dem Bereich gerade mit all meinen Erfahrungen tätig werden und mich einbringen im Bereich Athletik und Konditionstraining. Und da habe ich auch meine ersten Erfahrungen gesammelt mit Topspielern. Und das ist so das, was ich gern machen würde. Das heißt, ich bleibe dem Sport treu, aber ich stelle mich dann neuen Herausforderungen. Der Breitensport in Deutschland, denken Sie, er ist richtig, er ist fair aufgestellt, allen Sportarten gleich? Oder ist es vielleicht so, dass Fußball jetzt angesprochen ein bisschen mehr im Vordergrund steht als die Leichtathletik? Sollte man da was ändern oder passt es aus Ihrer Sicht des Leistungssportler der Leichtathletik so? Also ich denke mir, wenn man sich so ein bisschen den gesundheitlichen Aufgaben stellen will und wenn man überlegt, Deutschland verdickt, nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, dann ist es egal, was man an Sport macht, Hauptsache man macht Sport. Und ich glaube, da ist es einfach nur wichtig, dass man sich irgendeiner Sportart stellt, ob es dann Fußball ist oder irgendwas anderes. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, die Menschen bewegen sich mehr. Und ich glaube, da wird in nächster Zeit auch noch viel mehr investiert und viel mehr umgedacht werden, weil Gesundheitsmanagement gerade in 5 oder 10 Jahren eine Riesenrolle spielen wird. Gibt es eine Sportart, die Tim Lobinger bestreitet als mehr oder weniger Breitensportler und vergleicht sich dann auch mit dem Profisportler und stellt fest, dass es vielleicht durchaus viele Amateure gibt, die sehr tolle Leistungen trotz nebenbei Sport erreichen? Also bewundernswert ist schon, was manche mit 2 oder 3 Mal die Woche Training erreichen. Ich muss manchmal wirklich staunen, wenn ich überlege, wer schafft einen Marathon in wirklich sehr guter Zeit zu laufen oder ein Triathlon, weil Schwimmen geht bei mir gar nicht, noch schlechter als Tanzen, das ist nicht mal ein Element Wasser. Und natürlich gibt es auch immer wieder Erfahrungen, wenn ich Skifahren gehe, ja, nicht in Bayern geboren, da sehe ich auch, wo meine Grenzen liegen, aber trotzdem macht es Spaß. Und klar, entscheidend ist es immer wieder, sich mit den Größen zu messen. Und was ich so in der Freizeit mache außer Skifahren, ist noch ein bisschen Golf spielen, schaffe ich aber kaum mehr. Und da bin ich auch ganz weit weg von der Weltklasse. Und da schlägt mich, glaube ich, jeder, der schafft, zweimal im Jahr auf die Driving Range zu gehen.